gucken wir uns das nächste Homebrew-Game an. Ja gut, aber wird man in einem Großraumbüro nicht sowieso immer verprügelt, wenn man Videospiele spielt? Also gesehen, dann kommt es dann darauf auch nicht mehr an. Also. Corescape. Könnte das ein SMAP sein? Es ist ein SMAP. Okay, die Musik ist ja schon mal... Falls das irgendeiner möglich machen kann aus der Homebrew-Szene. Ich hätte gern irgendeinen Bullet-Hell-Shooter mit Free-Jazz. Also, falls ihr das mal irgendwie für mich machen könnt. Oder mit Ethno-Beat. Ganz definieren, über was man fliegen kann und was nicht, aber ich weiß, also ich kann ja noch nicht sagen, was Power-Ups sind und was nicht. Also das würde ich sagen, sind Power-Ups. Aber wir finden das raus. Also das sind definitiv Schüsse. Und siehst du, ich kann da nämlich nicht drüber. Siehst du, ich kann da nämlich nicht drüber fliegen. Aber der Soundtrack, der ist cool. Da sind auch Schalter. Ich krieg keine Power-Ups mehr. Das wäre wahrscheinlich eins gewesen. Okay. So, nochmal. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mittanzen, ne? No brains required. Das ist ja genau mein Game. Ich habe gerade die Taler schon eingesammelt. Was ist das? Also die großen kannst du auf jeden Fall einsammeln. Und das sieht mir irgendwie nach Punkte aus oder so. Nicht irgendwie nach Power-Ups. Da gibt es doch keine Power-Ups hier. Man entschieden, Power-Ups, das kann jeder. Okay, dann bin ich tot. Boah. Das ist super eingesperrt, bis es immer heftig. Okay. Ja, du siehst ja, du kannst ja auch ein bisschen hin und her scrollen, ja. Wieder tot. Also ich finde ihn gut. Okay. Das haben sie natürlich versteckt.
can control the direction of your shots. Ja, ja, das sieht man hier. Man kann ein bisschen die lenken. Das ist auch sehr gut. Ja, genau, der Background sind die Feinde. Das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Im Prinzip ist das Labyrinth das Gefährlichste. Cheats? Okay. Ich glaube, wahrscheinlich werde ich sonst nie eine Stage lösen. Game ist ganz cool. Ist definitiv 600.000 mal besser als jeder. Ach du Scheiße. Ja gut. Ich schaffe ja nicht mal Stage 1. There's no shame in admitting defeat. Ja, aus Niederlagen lernt man doch. Das kennt der FC Bayern doch aktuell auch sehr gut. Ja, man muss da auch mal Leute dissen, wenn sie es verdienen. Ich trete immer nach oben. So. Sonst könnte ich mich auf die Leute von der Turnhalle ja konzentrieren, aber... Lassen wir mal Herne Ost da, wo Herne Ost ist. Aber ich komme hier nicht weit. Wir werden dem MSX-Forum noch eine gebührende Veranstaltung liefern. Lernt ihr tatsächlich dann auch mal wirklich kennen, wenn ich das dann mache. Also ich finde das Game gut, aber es ist nicht leicht. Das sollte es ja auch sein, wenn die Beschreibung so richtig ist. Uah. Boah.
Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ne, doch, 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 den Schalter hatten wir auch schon. Na. Fehlt nie einer von hinten. Schon wieder letztes Leben. Boah. Boah, hopp. Ich wusste es. Meine Güte. Boah. 32 Minuten ist der Soundtrack? Geil. Das nenne ich mal Dedication. Dann haben ja manche YouTuber in 32 Minuten nicht mal erklärt, welche Inspiration sie von welchem Cousin hatten. Oder dann sitzt ja noch nicht mal mehr die Fliegerbrille. Das hoffe ich nicht, dass sich das wirklich so anhört, weil dann verwechselt YouTube das wieder. Aber der Soundtrack ist gut. Mehr davon. Dann werde ich aber gucken, dass ich das dann die 32 Minuten dann auch dementsprechend im Video verlinke. Und ja, ihr Noobs da draußen, dann muss man einfach mal sich in die Beschreibung gucken. Schreibe ich manchmal lustige Sachen. Doch, Geheimcodes. Für unsere Retro-Weltverschwörung. Wer übrigens hier Chemtrails sieht, der muss zum Optiker. So, weiter geht's. Ja, die Erde ist hier definitiv flach. Das war sie aber bei der Scheibenwelt auch schon. Habe ich schon erzählt, dass das richtig gut ist? Ich möchte aber kurz erwähnen, ja, ich spiele auch mal gute Spiele. Boah, die Levels sind lang. Sache. Sieht das nach Boss aus? Was? Wenn wir hier waren wir noch nicht. Boah! Mist! Mist! Komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein.
Einfach T drücken oder was? Tatsächlich. Können wir auf jeden Fall mal Level 1 beenden. Aber ich hätte schon Bock drauf, den durchzuzocken. So, wollen wir wieder weitermachen. Du willst es auch einmal komplett sehen? Komm. Wenn du sagst, das sind nur 8 Level. Komm, dann machen wir das. Gucken, was da nicht kommt, ey. Ah, du kannst hier echt, du gehst hier völlig tot. Ah, es gibt hier nicht wirklich keine Power-Ups oder sowas, ne? Nur versteckte Extra-Leben. Ah! Kannst du so eine Art Bullet-Time-Modus gehen, oder was? Okay. Da war ich gerade relativ weit. Das treffe ich überhaupt nicht mehr. Das beweist immer, dass ich nur unter Druck arbeite. Na, ihr wisst ja, nur unter Druck wird Kohle zum Diamant. Und wie geht der alte Siemens-Spruch? Wo gelacht wird, da sind noch Ressourcen. Ja, ich sollte Motivationstrainer werden. So, da kommt der nächste Schalter. Wo gelacht wird, fallen Späne. Ja, genau. Wer A sägt, kann auch B sägen, ne? Genau. Hier, ja, aber da muss ja hier der Schalter. Schleimi sagt rechts, als ob du den gesehen hättest. Jetzt erzähl mal keinen hier. Erzähl mal keinen. Was ist das denn? Ah, ich war so dicht dran? Ah, ich hätte Level 1 schaffen können. Oh, noch geilere Musik? Das ist ja noch cooler. Ich liebe euch. Finde ich cooler. Der Soundtrack ist Bombe. Okay, dann wiederholt. Das war alles? Hä? Ist das so ein Bonuslevel oder was? Tatsächlich, okay. Okay. Ja, ja, genau. Das ist ein Autogig, genau. Kennt ihr noch LED Storm? Daran erinnert mich der Soundtrack. Aber verdammt! Schon wieder so ein Gag.
Da ist der Schalter. Ah! In dem Ding. Das war übrigens gerade links. Hier ist der. Hier ist der mittig. Okay. Da muss man also wahrscheinlich darauf achten. Genau, ein Labyrinth, das brauchen wir ja immer noch. Aber es, die Soundtracks sind bombastisch. Hatte mich heute nochmal so ein Beruf, ein Kollege gefragt, auf der Arbeit, ob denn der C64 irgendwas mit Sound konnte. Ja, konnte. Mein, um den Witz vom Hieraticum Lord, soll ich den Witz, komm, ihr wisst ja, ne, ich habe ja immer einen Ruf zu verlieren. Und ihr wisst ja, ne, besser einen guten Freund verlieren als einen guten Witz. Rechts? Ja, der kommt ja auch aus Österreich. Ah! Die sind uns ja bei einigen Sachen im Voraus. Auch bei inneren Geschwindigkeit. Das meine ich natürlich. Tatsächlich nur ein Bonuslevel. Also sammelst hier nur die Punkte ein, oder? Au, das ist böse, verdoppelt. So, Level 3. Aber Level 2 war deutlich kürzer. Böse! So, wir wollen mehr Bass. Ah, der Soundtrack ist Weltklasse. Weltklasse. So, siehst du, da ist nämlich der Schalter. Der ist nämlich in dem Ding. Aber trotzdem ist man nicht schnell genug. Boah, wie willst du das denn schaffen? Das Schiff ist doch gar nicht so schnell. Hier. Hast du gar keine Chance. Das kommt mir aber auch bekannt vor. Der Soundtrack. Also natürlich alles sehr inspiriert, würde ich sagen, aber gut inspiriert. Ich mache das ja auch so, ich klaue ja auch von den besten YouTubern. Und dann nehme ich einfach die Gags und erzähle die nach. Ich hoffe, dass der große YouTuber Karl Valentin sich nie darüber aufregt. Da! Da war ein Freileben! Da war was. Ja, die Texte klaue ich natürlich, vom Hieraticum Lord. Das kann ich auch offiziell sagen. Ne? Das ist eigentlich meine Hauptinspirationsquelle. Da ist noch was.
Elementargegner sind arschschnell. Aber trotzdem, guter Titel. Guter Titel. Aber das musst du auch auswendig lernen. Weil wenn du das spontan hinkriegst, bist du echt ein Gaming-Gott. Und das wisst ihr, das bin ich ja nun wirklich. Ging der noch? Close but no cigar? Dieser super lustige Spruch. Falls ihr ihn fragt, ist das lustig? Nein, das ist nicht. Ja, bitte, gib mir mal recht. Das finde ich gut. So, Stage 4. Boah, ist das böse! Alter, ist das böse! Und der Kiran hat geschrieben, ne? Irgendwie bis. Weiß nicht, Level 4 hat das irgendeiner geschafft? Ja, Level 4 ist ja vollkommen böse! Das ist ja obszön böse! Das schockiert ja selbst den Schleimi. Boah, und noch mehr. Sozusagen haben wir so Mini-Bosse. Ich will mal erst mit 3 Leben machen. Boah! Jetzt ganz böse. Boah, am ganzen Level oder was? Ja, du hast ja sozusagen auch Homing, wenn du so willst. Kannst ja immer hinlenken. Also, dass die Gegner das haben, finde ich ja ganz fair, aber... Alter Schwede, ist das böse. Boah, 3. Natürlich. Weil 2 nicht ausreichen. Klar. Alter, ist das Wahnsinn. Aber geiles Game. Endlich mal was Gutes. Du kannst auch im Hintergrund, weiß ich nicht, irgendwie... Ich glaube, Solitär geht auch, ne? Oder vielleicht ist auch eine Steckverbindung. Hat einer schon die Lego-Anwälte angerufen? Was sagt der Held der Steine dazu? In seinem kleinen Lädchen in Frankfurt. Das sind bestimmt nur Klemmbausteine, oder? In seinem wunderbaren... Entschuldigung. Genau. Allein die Unterlegplatten für 35 Euro, genau.
Komm, dafür kriegt der, Kiran hier ein tolles Spiel geliefert. Hör mal. Wir wollten den tatsächlich mal, übrigens ganz lustig, wir wollten den, in der Stadt tatsächlich auch mal besuchen. Hat sich aber leider zerschlagen. Also soweit ist ja von meiner Ecke Frankfurt jetzt auch nicht, also. Sitztunes sind völlig geil. So. Jetzt sind wir bei Level 5, ne? Mal gucken, was jetzt kommt. Wenn du sagst, jetzt wird's hart, bin gespannt. Ich kann die schon nicht mehr erschießen. Die brauchen zwei! Brauchen zwei Treffer jetzt! Nee, ist klar. Of course! Ist das jetzt tatsächlich so Level 1 in hart? Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor, das Design hier. Herzlich willkommen bei Ghosts and Goblins. Oder Ghouls and Ghosts, wo das zweimal durchspielen muss. Für das richtige Ende. Aber ist das nicht? Das kommt mir echt so vor, als wäre das Level 1. Die brauchen auch zwei Treffer jetzt. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und wie gesagt, ist Homebrew. Ist völlig für Nüsse. Also du kannst natürlich dem Macher dann auch, glaube ich. Ich glaube, das war bei Itch.io. Aber Link haue ich ja dann sowieso in die Beschreibung. Du kannst dann natürlich auch ein bisschen Obolus da lassen. Weil das ist echt geile Arbeit. Ja, ich finde das auch, dass das sehr ähnlich an Level. Da, hier, auch die Stelle kennen wir ja. Außer das Feature, alles braucht irgendwie zwei Treffer. Das ist alles unkaputtbarer. Das wäre mit Power-Ups, würde das relativ gut ausgleichen, aber so? Wir werden es gleich sehen. Wird ja passen. Jetzt kommt der andere. Siehst du? Ich würde sagen, das ist die gleiche Struktur. Nein. Warum nicht? Ist ja trotzdem auch noch ein Weltklasse-Titel. Ah, da, siehst du, da ist der Schalter. So. Was hätte der Schleimi jetzt brüllen müssen? Hat er nicht. Merk ich mir. Danke. Siehst du, ich schaff die Stelle immer noch nicht. So, dann gucken wir mal, wie Level 2 aus... Oder beziehungsweise wie Level 7. Ne, Moment. Level 6. Aussieht.
Ah, siehst du, da sind die Sterne, die man abräumen muss. Sind die denn? Drei Leben? Wahrscheinlich, ne? So. Das war doch, glaube ich, relativ kurz, ne, das Level. Aber Level 1 war sowieso das längste. Genau, das ist das, was mich wieder an LED Storm erinnert. Ein Startsong, bevor das Rennen losgeht. Ich bin immer noch zu doof, den Schalter richtig zu machen. Venom halt hasst Schalterrätsel. Jetzt sind wir raus. Aber trotzdem, geht völlig in Ordnung. Mehr davon. Wir haben ein gutes Spiel gefunden. Ich habe ein gutes Spiel gefunden. Und ich spiele das auch noch. Da. Du bist viel zu langsam dafür. Für die ganze Strecke. Gibt's hier nicht irgendwie auch Speed up oder was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So. Ich fühle mich richtig gut wieder an. Und das in einer Bonus-Stage. Ja, das hat gar nichts gebracht. So, es werden Theorien angenommen. Level 3 reloaded. So aus, würde ich sagen. Also ich würde auch sagen, das ist so. Nur es ist, ey, die sind echt viel, viel härter. Du kriegst da auch wirklich gar keine Chance. Das mit normal zocken, ey. Boah. Das ist ja schon so allein heftig. Ja gut, immerhin haben sie noch mal ein bisschen... Noch ein bisschen Level draufgepackt. Also die sind noch mal deutlich schwerer. Aber hast du dann gesagt, nach Level 8 ist dann tatsächlich Ende Gelände, ja?
Scheiße, dann sind wir gleich fertig. Ja, dann wird das auch so, dann wird das auch passen. Itch.io kann ich euch übrigens tatsächlich auch wirklich sehr gut empfehlen. Da findet man viel solche Homebrew-Sachen. Und selbst ein paar Sachen, die dann, was weiß ich, nur ein paar Euros kosten. Die dann aber auch wirklich exzellent sind. Ja? Da habe ich noch nicht nachgesucht. Und das, obwohl, ja, man weiß das, ich ein ZX81 Hardcore-Fanatiker bin. Ein absoluter ZX81 Ultra. Der immer noch mit dem Gedanken spielt, sich tatsächlich so ein Ding zu holen. Es ist immer noch finanzierbar, das Gerät. Man mag das gar nicht glauben. Aber es ist eben auch sehr, sehr speziell. Konnte man dann irgendwie... Du kennst dich ja wirklich nicht aus. Konnte mit der Kiste denn tatsächlich irgendwie Farbe tricksen? Mit irgendeinem Unsinn? Mit irgendwelchen komischen Parametern? Oder wäre das eigentlich technisch unmöglich gewesen? Also die Sachen... Also ich kenne übrigens einen, der tatsächlich für den C64 noch programmiert. Und der sagte, das war auch mal ganz interessant... Die haben natürlich auch sowas ähnliches wie eine Unity Engine für den C64. Und er dachte, eigentlich im Prinzip kann das jeder. Wollte sagen, dann zeig mir das mal, dann mache ich das Venom-Gedächtnisspiel. Dann mache ich mal einen Bullet Hell's Map, der seinen Titel auch verdient. Oder noch so einen teuflischen Plattformer. So. Okay. Also wäre das technisch damals unmöglich gewesen, ne? Ja, wie gesagt, also die tatsächlich wieder für den C64 programmieren. Also ich kenne ja sogar der geholfen hat, Eye of the Beholder da für den C64 umzusetzen. Das ist eine richtig geile Portierung geworden ist. Und die haben da auch ihre eigenen Tools mittlerweile. Weil Prinzip, das kriegst du nicht mehr mit einer Basic-Oberfläche hin. Boah. Jetzt kommt ein Boss-Gegner nach dem nächsten oder Mini-Boss. Boss-Gegner wäre natürlich noch geil am Ende des Levels. Das wäre noch schön. Das hält der Zwieger gern. Venom auf dem Ponyhof. Und dann als Bonus-Game Polo. Genau. Habe ich euch eigentlich... Doch, ich habe das mal gezeigt. Ich glaube, ihr kennt das noch nicht. Es gibt ja tatsächlich ein Springreiten für den C64. Und da meine ich nicht das von Summer Games 2. Aber ja, wir werden ein bisschen unsere Olympischen Spiele ja auch noch dieses Jahr machen. Und ihr könnt euch dann aufregen, wie unfähig ich bin. Der Heretikum Lord, der macht's richtig. Er macht voll Karriere. Du weißt, dass ich tatsächlich ein My Little Pony Game tatsächlich schon gemacht habe, ne? Du weißt ja, ich bin vor nichts fies.
So. Komm. Du kannst das doch für mich machen. Hör mal. Komm, sag mal, das ist, du bist mein größter Fan. Und soll mal gefälligst ein 50-Hertz-Spiel rausbringen. Und dann haben wir alle was zu lachen. Oder ist das der Boss? Boah. Ist ja kaum down. Ich esse Sushi immer mit der Hand. So. Den muss man wegballern, ne? Boah, hält er auf. Nee, den Löffel nutze ich nur für den Sake. So, muss ich noch machen? Nee, kann ich nicht mehr. So. Victory. Das heißt so viel wie Sieg. Das sieht man bei meinen LPs relativ selten. Stage hier nichts abräumen. Ja. So, mal gucken, was passiert. Ach, dann kommt nichts mehr, dann ist er direkt wieder am Title Screen. Ja, Dr. Mortal. Oder Mortal Wombat. Haha. gut. Gut. Völlig egal. Dafür haben wir alles gesehen. Cool. Also die Musik ist Weltklasse. Das Map ist gut. Ja, der Kieran hat ja auch recht. So, jetzt gibt der Harrettogunot auch dem Kieran recht. Das ist gut, weil der Kieran hat auch recht. Der Harrettogunot muss manchmal, um Leuten zuzustimmen, muss ein bisschen viel passieren. Das muss ich jetzt einfach euch mal ein bisschen kurz erklären. Wir sind ja unter uns. Das ist ja eigentlich ein netter Kerl, aber manchmal muss man ihn doch in die richtige Richtung einfach mal stoßen. Und hier ist auch ganz gut, dass er dem Kieran mal recht gibt, weil der Kieran hat auch recht. Ja, im Allgemeinen ist das ein super Typ. Also, ne, nur mal so, ne, falls ihr es wissen wollt. Ne? Also, der ist eigentlich, ne? Ihr kennt das ja, ne? Unter gewissen Umständen ist er ein super Typ. Der wird sich gleich sowieso wieder revanchieren, da macht er keinen Gedanken. Aber das ist auch richtig so. Ja! Geiles Game! Geiles Game! Geiles Game, geiler Soundtrack. Zockt es! Das ist ein Befehl vom Retro-Gott! Und das bin ich übrigens, falls das einer noch weiß. Oder ein Retro-Messias. Was auch immer ihr wollt. Die Referenz, die man anerkennen muss oder so. Nee, aber schön. Nee, es gibt definitiv in der Szene noch Leute, die wesentlich älter sind als ich. Das mag man gar nicht glauben. Aber man hört es ihnen auch an. So, das war's. Ich bin euer Mr. Werner1970. Abonnieren, kommentieren, bewerten. Folgt mir auf allen Plattformen. Ja, macht das, wozu ihr Bock habt. Ja, und guckt diese geilen Videos.
weil ihr seid nämlich scheißen geile Genießer. So, und jetzt rotzt da in die Kommentare, rotzt den Like. Ich will da Zahlen sehen. So, gutes Spiel verdient gute Kommentare. So, und jetzt macht den Job. Ich kontrolliere das. So, ich bin raus. Und der Soundtrack ist geil.